Gegen die beabsichtigte Neuordnung der Bundespost hat die Deutsche Postgewerkschaft heute, wie hier in Mainz, bundesweit mit einer Flugblattaktion protestiert. Der Postminister plant, das öffentliche Unternehmen in die Bereiche Brief- und Paketdienst, Geldverkehr und Telekommunikation aufzuteilen und dabei Privatfirmen zu beteiligen. Die Gewerkschaften halten das für arbeitnehmerfeindlich und gebührenerhöhend. Gewerkschafter und Prominente wie der DGB-Vorsitzende Breit hier in Bonn verteilten 16 Millionen Protestinformationen an Privathaushalte und sammelten Solidaritätsunterschriften. Der Vorsitzende der Postgewerkschaft Van Haaren brachte Postminister Schwarz-Schilling das Bürgerpost genannte Flugblatt. Darin warnt die Gewerkschaft vor einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und vor höheren Gebühren und schlechteren Dienstleistungen für die Postkunden.